Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Treffen von Blinken und Lavrov in Genf. Die Außenminister der USA und Russlands beraten heute über Auswege aus dem Ukraine-Konflikt. Zuvor war Blinken zu Gast in Berlin, um das weitere Vorgehen mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland abzustimmen. Das Treffen folgt zahlreichen anderen Verhandlungen, die bislang keinen Durchbruch brachten. Omikron-Infektionen belasten zunehmend Normalstationen von Kliniken. Der Chef der Krankenhausgesellschaft GAS beruft sich bei seinen Angaben im Redaktionsnetzwerk Deutschland auf Zahlen aus den Bundesländern, die besonders stark von der Coronavirus-Variante betroffen sind. Auf den Intensivstationen ist die Omikron-Welle noch nicht zu spüren. Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben sich in den vergangenen 24 Stunden 140.160 Menschen angesteckt. Das sind fast 50.000 Ansteckungen mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bundesweit bei 706,3. Vor dem Online-Parteitag der CDU. Das Präsidium um den scheidenden Vorsitzenden Laschet trifft sich in Berlin, um die anstehende Wahl von Ex-Fraktionschef Merz vorzubereiten. Die Bestätigung für den neuen Parteichef durch die Delegierten gilt als Formsache. Zudem will die CDU Themen wie die Corona-Lage und die Ukraine-Krise besprechen. US-Sänger und Schauspieler Meat Loaf mit 74 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie auf Facebook mit. Als Musiker berühmt wurde Meat Loaf vor allem mit seinem Album Bad Out of Hell. Als Schauspieler wirkte er in Filmen wie Rocky Horror Picture Show oder Wayne's World mit. Das Wetter. Heute gebietsweise etwas Schnee, in tiefen Lagen später vermehrt Regen. Im Nordosten verbreitet Sonnenschein, regional weitere freundliche Abschnitte. Höchstwerte -4 bis +8 Grad.